Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich mal einen Haul mit euch von einer Online-Bestellung aus einem türkischen Shop. A101 heißt der hier, das ist ein türkischer Discounter. Ich würde ihn bezeichnen oder vergleichen vielleicht mit Penny. Also ein bisschen höher gestellt vielleicht als Pim, also A101 finde ich noch so ein bisschen mehr von Auswahlmöglichkeiten betroffen. Aber ich habe eine Online-Bestellung aufgegeben und die ist diesmal richtig groß geworden und deswegen möchte ich euch das gerne alles einmal präsentieren. Also ich habe einmal kleine Wasserflaschen geholt, die sind 35 Milliliter. Ich dachte eigentlich, das wären die etwas größeren, 0,5 Milliliter, aber sind sie nicht. Das sind diese ganz kleinen Mini-Flaschen. Die sind aber eigentlich ganz praktisch, weil man die ganz gut im Kühlschrank in jede Ecke verstauen kann. Ich habe gleich auch welche unseren Gärtnern eben gegeben zum Trinken. Die kannst du eben mal so austrinken und dann ist es weg und der große Durst ist gelöscht. Passt auch gut in die Handtaschen. Ich glaube, die ganzen Flaschen haben so ungefähr 29 Teller gekostet, so ungefähr 1 Euro. Was man auch immer bekommt, ist, man bekommt immer so eine Lieferliste mit. Das sind so, da steht so alles drauf, was man halt bestellt hat. Das finde ich immer auch sehr praktisch und ich habe insgesamt ausgegeben 1100 Teller habe ich auf meiner Rechnung gehabt. Ich glaube aber, dass sie einiges hier rausgeschmissen haben aus meiner Liste. Ich glaube, Kartoffeln haben sie nicht geliefert und noch irgendwas ist nicht drin, aber wir werden gleich mal schauen, was das alles ist. Ich habe für 149 Teller 8 Kilo Waschmittel bestellt. Das ist für Weißwäsche und für Buntwäsche. Hat gekostet 149 Teller. Außerdem, ich weiß gar nicht, was die alles noch reingetan haben, Taschentücher. Ich glaube, die haben auch so 1 Euro oder so gekostet. Dann habe ich im Angebot, die ist sonst teurer hier, die kostet um die 90, glaube ich, Milka Schokolade MM Max gekauft. Das ist eine mit Schoko- und Biskuitkeksen befüllte Schokolade. Und die hat im Angebot, meine ich, 67 Teller gekostet. Der Euro steht im Moment bei 34, also nur, dass ihr ungefähr Bescheid wisst, was man da zu erwarten hat. Die Tüten haben allerdings schon mal bessere Tage. Die sind nicht mehr die besten. Ich glaube, da haben sie irgendwo versucht, alles Mögliche herauszuholen. Ich muss auch mal kontrollieren, ob das alles überhaupt richtig ist, was sie hier geliefert haben und nichts vergessen wurde. Zweimal Portakal Wasser, das ist auch für so eine Art Fanta-Ersatz, aber auch, ich hatte auch gedacht, die sei größer. Ich habe auf die Literangabe nicht geachtet, sind also auch Mini. Ich glaube, die haben 7 oder 8 Teller gekostet. Die Schokolade hat auch nur 8 Teller gekostet. Das ist mit Kaffeegeschmack, meine ich. Und gleich mal auf die Liste gucken, ob wir hier auch alles haben. Dann habe ich einmal Toilettenpapier. Ja, die haben einiges nicht geliefert. Sie haben nämlich einiges rausgeschmissen. Ich habe nämlich noch viel mehr bestellt. Ich habe nicht nur Toilettenpapier, sondern ich habe auch noch die Handtücher bestellt, das Küchenpapier, das haben sie rausgeholt. Und da fehlt, glaube ich, noch einiges mehr. Da muss ich, glaube ich, gleich mal gucken. So, das werden wir gleich mal abgleichen. Das ist immer doof mit der Online-Bestellung. Zumal wir auch, das sind unsere Nachbarn, die liefern. Ja, das ist natürlich dann auch immer doof. Nudeln habe ich noch einmal geholt. Und ich habe solche kleine, die hatte ich auch größer in Erinnerung. Das ist halt immer dabei. Die habe ich viel größer gesehen auf dem Bild. Das sind so kleine Mini-Dinger. 1 Euro haben die jetzt 6 Stück gekostet. Was will man damit anfangen? Ich habe echt gedacht, das sei größer für Frühstück oder so, habe ich gedacht. Das ist jetzt Mini und kann ich eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Das passiert, wenn man im Internet bestellt. Wofür ist das eigentlich? Ich weiß es, für Honeyball. Hä? Okay, muss ich mal gucken. Also die kann ich leider überhaupt nicht gebrauchen. Ja, das ist halt, ne? Wenn du im Internet so ein Kram bestellst, passiert das. Ich habe außerdem 2 Teegläser mit Henkel bestellt. Die haben, glaube ich, auch 19 Teller oder so gekostet. Weiß ich nicht genau. Die sind immer praktisch. Da kann man dann ganz gut den Tee draus trinken. Einen für mich und einen für meinen Mann. Mehr brauchen wir nicht. Ich habe noch die normalen Teegläser.
außerdem einmal Marmelade, die Kirschmarmelade, die schmeckt hier in der Türkei auch richtig lecker. Eingelegte Gurken habe ich bestellt. Und nochmal von einer anderen Marke auch wieder so ein Saft. Und dann Limon Madensyr. Also das ist ganz starkes Sprudelwasser mit Zitrone enthalten. Ja, so sieht es aus. Ich muss unbedingt meine Bestellung gucken. Küchenrollen fehlen und noch was anderes. Dann habe ich noch 10-mal von dem Sprudelwasser bestellt. Insgesamt 10 Flaschen. Eine Flasche kostet 24 Täler. Da habe ich 2, 3, 4, 5. Das ist das mit dem. Das sind so normale. Und ich dachte, das seien jetzt so. Wisst ihr, wie in Deutschland zum Rausholen mit so einem Karton drin? Das sind die aber, glaube ich, sogar. Naja, gut, dann ist das auf jeden Fall auch geliefert. Und Kartoffeln haben sie doch geliefert. Okay, 1,2 Kilo Kartoffeln hatte ich bestellt. Aber Küchentücher, die sehe ich hier jetzt gerade nicht. Wasser 2, 4, 5 stimmt auch. Nur Toilettenpapier ist gekommen. Vielleicht habe ich auch statt Küchenrollen Toilettenpapier bestellt. Ich habe auch Toilettenpapier bestellt. Ja, habe ich. Aber die Küchenrollen sind nicht angekommen. Naja, gut. Einmal Backpapier habe ich bestellt. Sieht so aus. Zweimal von diesen Bohnen mit diese gekochte roten Kidneybohnen mit ein bisschen Kartoffeln und Soße drin. Schmeckt richtig gut. Das war ein Sonderangebot. Hat statt 44 jetzt, glaube ich, nur 35 gekostet. Also ein ganzes Stück weniger. Also wenn die hier reduzieren, dann reduzieren die wirklich richtig gut. Einmal Apfelessig endlich mal wieder. Habe ich ja auch lange nicht gehabt. Und dann habe ich noch, davon konnte man nur ein Paket bestellen. Knorr, so eine Soße, so eine Käsesoße mit grünem Zeug drin. Und Pflaster. Und die Hobby-Dinger, das sind so, ja, so ähnlich wie Nougat-Nuss-Füllung. Schmeckt ganz gut, finde ich. Immer war auch im Angebot. Colonia 56 Täler, 1,50 Euro oder so für 1 Liter. Richtig günstig hier. Und Haribo, so eine ganz Mini-Ding. Ich hatte auch gedacht, die seien größer. Ja, das ist halt immer so dabei, wenn man, wenn man nicht das live angucken kann. Ne? Also ich hätte jetzt, ich habe eben meine Brille, ich hätte jetzt diese kleinen Glasdinger auf keinen Fall bestellen wollen. Jetzt will ich mal eben meine Liste hier durchgehen und mal gucken, was fehlt. Das, was fehlt, habe ich schon gesehen. Da stand aber auch, dass sie keinen Kartoffel finden, liefern können. Also das Madensyr habe ich. Das Portakalwasser auch. Das Madensyr mit der Zitrone. So habe ich auch, das Wasser, das andere auch. Makarna Eimer habe ich, die Marmelade, Çiçekbal fehlt. Honig habe ich auch nicht. Okay, Honig fehlt. Genau, da muss ich gleich mal gucken auf dem Handy, ob das auch wirklich nicht da ist. Also Honig fehlt. Das ist auch relativ teuer gewesen, der Honig. Da muss man natürlich noch mal gucken. Die Makarna-Soße, 2 von den Bohnen, Essig, Turşu, also die Gurken, Kartoffeln, Detergent, also Waschmittel, diese Mendil habe ich, das Toilettkart habe ich und das Küchenrollen fehlt. Familia Natukat, Mendil Üçkatlı. Logikart Havre, Mistral Toilettkart habe ich und Mistral Kart Mendel habe ich. Also fehlen nur die Küchentücher. Band habe ich, Jarraband, also Pflaster. Colonia habe ich. Pochette hat er 7 Stück eingetragen. Ja, Le Pichet Mercat, genau, das Backpapier. Plastik Joch Amatle Chuchuk Sepasse. Nee, das haben sie auch rausgeschmissen. Diese, was ich haben wollte für. Na, hatte ich doch erzählt, wo ich, ne? Da wollte ich, ich hatte so ein kleines Tischchen bestellt.
die Teegläser. Lokum, ah, Lokum kommt da rein. Ja, so kleine Süßigkeiten, dafür sind diese, so ganz kleine Süßigkeiten kann man in diese Dinger reintun. Und die Schokolade, genau, also, und Creme Chante fehlt auch. Also meine Creme Chante. Da haben die jetzt einiges rausgeschmissen, da muss ich, vier Sachen oder so sind nicht mitgeliefert, da muss ich mal eben gucken. Das würden sie wieder zurücküberweisen, steht da. Da bin ich auch gespannt, ob sie das dann machen. Ja, meine Lieben, also, alles soweit gut gelaufen, obwohl ich eine kurze Schrecksekunde hatte, weil die schon in ihrem System eingegeben haben, dass sie mir das geliefert hatten. Und das hatten sie noch gar nicht geliefert, aber das habe ich auch in Deutschland oft sowas. Da bin ich nochmal ganz froh gewesen, dass es überhaupt noch angekommen ist. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht, mal einen Online-Bestellvorgang Haul gesehen zu haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss! Einmal nachgereicht, genau, ich habe auf meiner Liste im Internet auch genau die vier Produkte stehen, die sie nicht mitgeliefert haben, und da bin ich ja schon mal froh, das soll jetzt zurücküberwiesen werden, der Betrag, und das wollen wir mal hoffen, und daher, ja, bis dann, tschüss!